Hey, hallo allerseits. Ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Die normalen Prüfungen in Saejin, das ist gar nicht so schwer. Das hat damit zu tun, dass wir bei den Prüfungen ein Team aus Goblins nehmen können. Gut, wir kämpfen auch gegen Goblins, aber mit Goblins. Und die kriegen ja immer einen Extrazug. Und das ist eigentlich ganz gut möglich zu spielen. Die Schildkrötenkanone hat 50% Schädelschadenreduktion, deswegen steht die auch an Position 1. Das macht eigentlich Sinn. Die lässt einen Edelstein explodieren und erschafft 4 Grüne, verstärkt durch zerstörte Schädel. Das Grüne ist ganz gut für Königin Greiferkopf. Das ist auch die Figur, die Schaden auf alle macht. Das heißt, die würde ich immer versuchen zu füllen. Also Schaden auf alle, dann noch ein Extrazug, finde ich gut. Das passt. Außerdem noch verstärkt durch Verbündete und gegnerische Goblins. Also wenn das jetzt alles Goblins sind, wären das 8 mal 3, 24 noch dazu. Das heißt, ich mache hiermit mal 80 Schaden auf alle. Finde ich ganz gut. Kann man gut mitspielen, denke ich. Und dann haben wir da noch drin Prinzessin Fistbank. Was ein bisschen komisch ist, bei ihr ist immer so ein Entweder-Oder. Lass grüne Edelsteine explodieren, ist eigentlich gut, das will man. Oder erhöhe eine Fähigkeit um 56 bei einem zufälligen Verbündeten. Keine Ahnung, was da passiert, wenn das auf Magie geht. Zum Beispiel von dem König Greiferkopf oder Königin Greiferkopf, dann wäre das super. Naja, und Fundingos noch. Lässt explodieren und das ist aber eine Figur, die nachbeschwören kann. Entweder ein Riesengiftpilz oder ein Knallpilz. Da will man den Knallpilz haben. Und wenn das nötig sein sollte, dann spreche ich das natürlich. Warum spreche ich das sonst in der Regel nicht? Naja, um genau nachbeschwören immer noch zu können. Man weiß ja nicht, ob der Erste nicht vielleicht doch irgendwie mal drauf geht. Kann ja doch passieren und dann kann man danach beschwören. Ist also an sich keine schwere Prüfung, gehört sicherlich zu den leichten. Eben weil man auch immer einen Extrazug bekommt, kann man vielleicht sogar hier explodieren lassen, kriegt einen Vierers wieder dran. Der gibt allen Schaden, dann ist man weiter dran, dann hier explodieren lassen, man ist wieder dran. Es kann also passieren, dass man so schön in einen Loop reinkommt. Bei den Gegnern gibt es den Waldschrat, der einem gewählten und einem zufälligen Feind Schaden zufügt. Das ist ein bisschen eklig, das kann nämlich in höheren Rängen auf den epischen Prüfungen ziemlich eklig werden. Der Goblin Bomber ist nicht so wild, der lässt einfach nur explodieren, mit dem kann man gut leben. Der hat auch nicht Schutz vor Schädelschaden, der sollte also relativ schnell weggehen. Goblin-Schamane wird grün erzeugen und gibt einen Verbündeten Leben mit einem Extrazug. Und der Keilerreiter ist auch noch eventuell gefährlich, entfernt eine Reihe, füge dem ersten Feind Schaden zu. Da ist natürlich, wenn das ein paar Mal passiert, dann nutzt mir hier auch nicht der Schädelschaden etwas. Also von daher, aber sobald der weg ist, wie gesagt, würde ich nachbeschwören und dann ist der Erste ja wieder da und dann geht der Keilerreiter wieder nur auf den Ersten, den ich auch immer wieder nachbeschwöre. Das ist also nicht so wichtig. Von daher ist für mich die Reihenfolge, den Gegner möglichst auszuschalten, wenn ich mir es aussuchen könnte auf den Waldschrat, kann ich nur nicht wirklich mir das aussuchen. Also von daher, wollen wir mal gucken. So gefährlich, so schwierig dürfte das nicht sein. Es gibt nur 2 gegnerische Figuren, die überhaupt Schaden machen. Naja, okay, gucken wir es uns mal an. So, ich habe ja gesagt, dass ich am liebsten Königin Greiferkopf voll haben will und sie braucht grün und gelb. Hier wäre grün. Ja. Lila braucht Fistbank. Ich glaube, ich nehme einfach das grün. Ja. So, grün und gelb und haben wir jetzt nicht mehr. Also dann gehe ich auf... Ja, ich würde ihm her, der braucht sehr viel braun, rot... Lila sind so seine Farben. Dann gucke ich mal, dass ich Braun wegnehme. Das ist für die erste Figur bei mir gut. Okay. Und möglichst versuchen immer da bei einer Farbe zu bleiben, wenn die möglich ist. So wie jetzt hier gelb. Dann ist nämlich endlich eine Figur voll. Jetzt ist eine Figur voll. Ich kriege ja eh einen Extrazug. Dann mache ich also jetzt 54 plus 21 sind also 75 Schaden auf alle. Ja, das ist doch gut. Und Schädelschaden noch. Durch den Extrazug, das ist das, was das Ganze so
unschwierig macht. Unschwierig ist auch schön. Wollte nicht leicht sagen, weil man weiß ja nie, man spielt immerhin gegen Goblins, den Fünfer nehme ich hier mit. Das kann ja dann trotzdem auch mal schief gehen, aber ja, schwer ist das nicht wirklich. Ja gut, dann werde ich mal gucken, wie das mit dem Grün erzeugen funktioniert. Also, ich werde jetzt einen Edelstein explodieren lassen. Da habe ich jetzt nur die Möglichkeit, 2 zu nehmen und versuche aber etwas auszuwählen, wo kein Grün ist, damit schön viel Grün auf dem Spielfeld bleibt. Da nehme ich vielleicht das hier. Braun brauche ich eh ganz gut. Ja, und dann werden entsprechend Grüne erzeugt und vielleicht, ja, habe ich sogar Glück, habt ihr gerade gesehen, dass sehr viel Grün nachfällt. Und ich wieder dran bin. Aber ich kriege ja eh, wie gesagt, ich kriege einen Extrazug. Das heißt also, vielleicht ist das noch etwas, was ihr beachten solltet bei euren Zügen. Wenn ihr sowas seht wie hier, dass ich einen Vierer bekomme und der sogar gut ist, weil ich dann Grün kriege. Das Problem ist, dass Grün ich nicht mehr brauche. Rot übrigens auch nicht. Dann ist es vielleicht sinnvoll, wirklich erstmal die Figur zu sprechen. Das kennt man anders. Man nimmt normalerweise den Vierer hier, um dem Gegner einfach die Farben wegzunehmen. Weil man will nicht, dass der einen Vierer kriegt und dann vielleicht ins Lupen kommt oder so. Aber da ich ja einen Extrazug kriege, kann ich jetzt erstmal den Schaden machen und dann immer noch diesen Vierer rausnehmen. Das ist vielleicht ein etwas anderes Spielen, ein etwas ungewohnteres Spielen, dass man nicht so sehr auf die Vierer hier achten muss erstmal, sondern auch gleich die Figur sprechen kann. So, die letzte spreche ich nicht. Ich habe erstmal keine Not. Klar, Mana sammeln wäre immer gut, aber auf der anderen Seite, ich will lieber, falls irgendwas passiert, der hat zwar jetzt noch ganz viel Leben und Rüstung übrig, aber so, das kann ich immer nachbeschwören. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt explodieren lassen und sagen, ach mein Gott, ich habe ja schon halb gewonnen, das schaffe ich schon. Oder ich könnte sagen, ich nehme mal die Schädel, das kann ich auch immer noch machen und den habe ich dann als Reserve. Man weiß ja eben nicht, was passiert. Ne? Der hier zum Beispiel fügt einem gewählten und einem zufälligen Feind Schaden zu. Wenn davon der erste betroffen ist zum Beispiel. Das ist nicht dritter und vierter. Na. Okay, naja. Gut. Machen wir weiter. Grün ist okay. Grün und Gelb. Okay, jetzt sehe ich erstmal keinen Extrazug. Das heißt für mich Schaden auf alle. Jetzt ist hier Gelb. Aua. Schädel gekriegt. Schaden gemacht. Schädel gekriegt. Seht ihr? Das meine ich. Das kann immer passieren. Jetzt hat er nur noch 15. Da ist es ganz gut, wenn der voll ist. Also, wenn etwas schief geht. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das kann ja immer vom Himmel so blöd nachfallen. Dass es dann einfach ein Problem ergibt. Ne? Und dann kann man eben sofort nachbeschwören. Okay. Dann hier Gelb. Und Grün und Gelb noch, wenn es das nicht ist. Dann nehme ich, glaube ich, das Blau hier. Passt. Prima. Dann. Grün explodieren lassen. Extrazug nehmen. Extrazug nehmen. Extrazug nehmen. Hier lasse ich jetzt mal die Schädel explodieren. Und will ja ganz viel Grün haben. Das heißt, hier lasse ich Grün drauf. Hier gibt es ein 3x3 Feld, wo kein Grün drin ist und dann kriege ich 3 Schädel. Also es sollte reichen, dass ich so viel Grün erzeuge, wieder dran bin. Dann kommt das. Der Vierer in Grün. Da habe ich jetzt extra gewartet und den nicht gleich genommen, was ich davor gesagt habe. Gut. Blau nehmen. Blau nehmen. Er hat Grün erzeugt, passt mir eigentlich ganz gut. Jetzt kann ich also wieder auf 3 Schädel gehen. Ah, da nehme ich ziemlich viel Grün weg. Hier nur 1. Zack. Also es läuft doch. Und dann noch die Schädel nehmen. Ja. Ah, jetzt ist der erste weg. Und jetzt beschwöre ich nach. Und wenn der jetzt auf den ersten geht, da steht da immer so ein Pipifax. Ist gar kein Problem. Kann er auf den gehen. Spielt keine Rolle. Ich mache mit meinem Spiel ganz normal weiter. Was hatten sie jetzt dazu bekommen? Welchen Wert? Hat sie Leben bekommen? Ich
glaube. Könnte sein. 56 beim zufälligen Verbündeten. Ja, sieht so aus. Ja, wie auch immer. Vierer nehmen, dann grün und gelb gleichzeitig, finde ich gut. Nochmal Schädel bekommen. Ich kriege aber ganz schön viel Schädel. Naja, das Einzige, was man sagen kann, das dauert ein bisschen. Also, das ist anders wie andere Prüfungen davor vielleicht. Das dauert ein bisschen, aber es ist ziemlich sicher, gerade auch wegen des Nachbeschwörens. Das ist ziemlich sicher. Also, ihr habt gesehen, das war es auch schon. Nicht so schwer zu spielen, kriegt ihr hin. Ich würde noch dran denken, Orden vor Nische einzusetzen, weil ihr ja einfach kaum Schädelschaden macht, sondern vor allen Dingen Magieschaden. Also sind Orden von Nisha besonders wichtig, sollte man auch prinzipiell haben. Drei Orden von Nisha sollte man eigentlich sich erfarmen und dann braucht man es nicht mehr so unbedingt weiterspielen, wenn man das Level 12 erkunden nicht mag. Aber ein paar Level 12 erkunden solltet ihr immer machen, um Orden von Nisha zu haben. Und dann da drei reinpacken, das macht Sinn. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann Daumen hoch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das unterstützt mit einem Daumen hoch. Und wir sehen uns bei einem der anderen Videos. Tschüss.